dieses Spiel weiterlaufen lassen. Die Zwerge haben viel zu tun. Die ganzen Hunde zu sortieren und die Andersartigen. Oh, was für ein Gewusel. Ich hoffe mal, die verteilen sich einigermaßen weitläufig, weil wenn die alle hier unten hängen bleiben, dann verprügeln sie sich wieder gegenseitig. Geht mal hoch. Irgendwie scheinen die Zwerge alle Tiere unten links in die Ecke quetschen zu wollen. Und da fließt schon das erste Blut. Ja, gar nicht gut. Okay, Notiz an selbst. Später nicht alle Bewegungsaufträge in Pastures auf einmal ausführen. Ja, was ist da gestorben? Ich hoffe mal kein wichtiges Tier. Ein Honeybadger. Der ist eh gerade durchgedreht. Und ein Yak. Der ist aber verhungert. Na gut, hilft nichts. So, was haben wir noch zu tun? Wir wollten sicherheitshalber mal ganz kurz in den Danger Room gucken. Ist keiner drin, sehr schön. Aber wir wollten mal Militär gucken. Erstmal gucken, ob der Alarm an ist. M? A? Nein, ist er nicht. Gut. Dann wollten wir unsere Trupps angucken. Wir haben nämlich ganz viele Hauler-Trupps hier, die würden alle gerne mal aufgelöst werden. Disband, Disband, Disband. So. Jetzt haben wir unsere Hammerara. Krompel, du kannst mal wieder raus. Und dafür kann ein Hammer rein. Und um hier zu verhindern, dass die Hammerer nochmal zugeordnet werden, gehe ich einfach von oben nach unten durch. Und hoffe dann mal, dass wir das irgendwann sehen, wenn irgendwo einer fehlt. Also Trupp 2 war das jetzt, ist vollständig. Trupp 1 hat jede Menge Platz. Also gehen wir jetzt von unten und suchen von unten aus Hammerer. Dann dürften wir eigentlich nicht auf die Hammerer von Trupp 2 stoßen, richtig? Doch, wir haben uns gezielt einen rausgepickt. Super. Also müsstet ihr jetzt eigentlich alle umbenennen in Hammer 1 und Hammer 2. Werde ich wohl auch machen müssen, wenn das so weitergeht. Ich gucke einfach nochmal, ob wir zufällig gleich wieder einen rausholen. Haule, 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 haule. Hammer. Da fehlen jetzt 2. Habe ich das vielleicht schon mal so gemacht? Okay, also ich nehme jetzt genau die gleichen nochmal raus. Die müssten jetzt ja gleich hier kommen. Jetzt sagt nicht, die werden von Trupp 1 nicht mehr aufgeführt. Das wäre richtig. So. Da fehlt er wieder. Gut. Nimm, 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 nimm. Hoch, 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 hoch. Hier müsste jetzt irgendwo ein Hammerer sein. Expo, Hauler, Hauler. Da ist ein Hammerer. So, Trupp 2 ist wieder voll. So wird das nichts. Raus, raus. Wir suchen jetzt unsere Hammerer und die werden umbenannt. Und zwar Hammer 1. 10-mal. Die sind ja alle schön nah beieinander hier. Das geht dann auch flott. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, hier ist der erste Sprung, 9, wo kommt der nächste Hammerer? Ja, da, Gokti. Das müsste unsere 10 Hammerer aus dem Hammer 1 Trupp sein. Gehen wir wieder ins Militär, jetzt werden die alle durchgewuselt wie sonst was. Also du wirst ersetzt durch Hammer 1. Warum haben wir ein Expo 01? Ah ne, Expo Ulla. Ah, schon gut. So. Hammer 1. Das Ganze dann auch gleich mit Hammer 2 erstmal alle zuordnen und dann auch einfügen. Und dann machen wir das Ganze mit dem Expo. Wobei beim Expo brauchen wir, glaube ich, keine 1 und 2 Zuordnung. Ich hätte eigentlich nicht so vor, mehrere Trupps davon zu machen.
Weil ja, sie sind eigentlich irre praktisch, aber mir geht irgendwie immer was schief bei denen. Entweder sind die Köcher verbuggt oder die Armbrüste sind verbuggt oder sie geben den Armbrüsten einen Nahkampf oder das Training klappt nicht oder die Bolzen sind dann einzeln und wollen dann einzeln eingeschmolzen werden oder nee, das ist nicht so toll. Und gerade in kritischen Situationen kann ich sowas echt nicht gebrauchen. So, Hammerertrupp 1 ist fertig. Sehr schön. Namen. So, jetzt suchen wir Hammerzwerge, die keine Nummer haben. Da zum Beispiel. Du bist Hammer 2. Hauler, Hauler, Hammer. Da, Hammer 2. Ich würde gerne anders sortieren können hier in der Übersicht. Ich glaube, das ist zwangsweise so, dass es danach sortiert wird, welcher Skill von denen am höchsten ist. Und dementsprechend kriegen sie eine Farbe zugeordnet. Zum Beispiel hier sind die eher Farm- und Landwirtschaftsfokussierten Leute zugeordnet bei Braun, bei Grau halt die Schmiede und so weiter. Aber ich würde es gerne einfach nur nach den Namen, die ich ihnen zuordne, sortieren können. Das wäre wesentlich, wesentlich praktischer. Ja, nee. Also falls irgendeiner von euch da was weiß, bitte her damit. Dann würde ich mir eine Menge Zeit sparen. So, ich glaube, das war jetzt schon der 4. oder 5. Hauler, 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 Hauler. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Hammerzwerge. Nö, schaut nicht so aus. Okay. Denn, und Verdächtiger Nummer 2. Ja, das müssen wir auch nochmal im Auge behalten. Aber jetzt mache ich erstmal ein paar neue, also ein paar von unseren Neueinsteigern zu Hammerzwergen. Das müsste jetzt Nummer 6 sein. 7. 8. 9. 10. Testen wir mal. Unsere Charcoal-Säcke. Du bist bitte nicht Hammer Nummer 1, sondern du bist ein Hammer Nummer 2. So, fehlt hier schon mal wieder einer. Ja, tut er. Das müsste er gewesen sein. Trupp 1 besteht jetzt nur aus 1er Hammern. Trupp 2 besteht aus 2er Hammern und komischerweise noch Hammerern ohne Nummer. Ach ja. Wo sind unsere 2er Hammer? Komm schon, Jungs. Achso, hier ganz unten. Okay, gucke ich mal lieber von unten. Die Hammerer ohne Nummer nehme ich auch mal raus. Die sind mir suspekt, die habe ich mich übersehen. So, zip, zip, zip. Da ist noch Hammer 2. Da ist noch Hammer 2. Und ich hoffe mal, es waren echt 10, die ich schon zugeordnet hatte. Da ist noch Hammer 2. Und der letzte. Da. So. Überall Hammer 2 bei Trupp 2. Überall Hammer 1 bei Trupp 1. Sehr schön. Hat ja bloß gefühlte 10 Minuten gedauert. Und jetzt hätte ich gerne einen neuen Trupp mit den Crossbow-Leuten. Die kriegen noch eine andere Uniform, aber erstmal nehmen wir die Archer-Uniform zum Starten. Und es sind die legendären Kammern. Na gut. Angeführt von Hyperlink. Und ich glaube, wir hatten noch einen Crossbow. Genau. Haben wir noch einen? Kid, Hammer, Hauler, Hammer, Hauler. Da war noch einer. Da war der letzte. Okay, momentan sind es nur 4. Aber es werden mehr werden. Das machen wir aber erstmal später. Wir müssen den nur noch einen Trainingsraum zuordnen und so weiter. Und das erste Kätzchen wurde geschlachtet. Sehr schön. Wie schaut es oben mit den Knochen aus? Ist das da inzwischen ein wenig freier geworden? Nö. Kein Stück. Warum auch? Wäre ja nur praktisch und so. Es könnte was mit den Befehlen zu tun haben. Ich drücke mal O. Refuse. Zwerge sammeln Abfall. Zwerge sammeln Abfall von draußen.
Sie sammeln auch von Schädlingen den Müll ein. Und sie sammeln alle Sachen. Nö, das ist soweit richtig. Nö. Muss ich wohl einfach warten. Was haben wir noch? Hier fehlen noch Bodenplatten. Es fehlt noch... Ah, genau. Der Schlachter und der... wie heißt das Ding? Tenner, genau. Die wollten wir auch neu zuordnen, den neuen Raum geben. Und hier oben wollten wir Platz schaffen für die Felder. Und die Goldene Straße wurde schon wieder unterbrochen. Warum wird die immer unterbrochen? Also, weil irgendjemand rüberläuft. Ja, okay. Die Trapdoor da ist schon mal fertig. Hier könnten wir auch noch ein paar hinstellen. Wie schaut es eigentlich unten aus? Sind die Türen wieder da? Zack, 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 zack. Runter, 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 runter. So. Türen stehen soweit. Da fehlt noch eine. Oh. Einer unserer Hammerer 2 ist gerade gestorben. Z, wo bist du gestorben? Du wurdest beim Schlachter gefunden? Ah, sehr makaber. Ich hätte irgendwie gedacht, dass er in seinem Zimmer gefunden wird. Weil so sollen die Vampire ja eigentlich funktionieren. Die schleichen sich dann irgendwann in ein Zimmer rein, wenn ein Zwerg schläft, und saugen ihn dann aus. Ha. Also ja, wir brauchen jetzt einen neuen Hammer 2er. Hammer 1, Hammer 2. Wir hatten noch irgendwo noch Hammerer ohne eine Nummer. Die hätte ich jetzt ganz gerne. Hammer 2, Haula, Hammer 2. Wo versteckt ihr euch? Da, VYN 2. Einheitenliste. Da. Und innerhalb von Sekunden wurde er ersetzt. Gerade eine Leiche gefunden. Da ist Hammer 2. Sehr schön. Also, unsere Miliz steht wieder. Jedenfalls ansatzweise. Wir müssen jetzt Trupp 1 und Trupp 2 erstmal eine ganze Weile wieder in den Danger Room schicken. Damit die neuen Rekruten auch auf legendären Level kommen. Was machst du da? Da schläft ein Zwerg und du machst irgendwas. Du hast keinen Job. Du hast keine Wunden. Gehört ihr zusammen? Doba und Mosun. Gucken wir uns mal das Bett an. Doba, Mormons. Ja, okay. Hast du nochmal Glück gehabt? Was mit dem da? Hier drin ist Zibrek und Hammer Nummer 2. Du bist Zibrek, du bist Hammer Nummer 2. Warum gucken die ihre Partner beim Schlafen zu? Ist das jetzt Zwergenromantik? Oder macht es schon mal ein wenig schwieriger, den Vampir zu finden? Der Rest schläft alleine oder mit ganz vielen Kleidungsstücken. Ja, darum muss ich mich wirklich irgendwann mal kümmern. Den Vampir auf frischer Tat zu ertappen. Also ja, ich kann natürlich direkt nachgucken, wer der Vampir ist. Aber das finde ich irgendwie komisch, das so über ein Programm rauszufinden. Das will ich lieber im Spiel. Und dann nehme ich die 1 bei Zwergenleichen auch in Kauf. So, die Hunde sind alle unten links in der Ecke. Wahrscheinlich, weil die erwachsenen Tiere hier sind. Die Kleintiere rudeln sich ja immer um das Haupttier. Was ist das für ein Befehl? Achso. Wurden unterbrochen von einem nackten Maulwurfshund. Stimmt. Es kann sein, dass wir ein paar nicht ganz so friedfertige Tiere auch hier freigelassen haben. Das könnte dann die ganzen Blutspuren hier erklären. Ja, haben wir so ein wenig auch sortiert. Wie schaut es mit den Goblins und Zwergen aus? Da ist noch ein Zwerg, der nicht aufgebaut wurde und da auch. So, du bist gar nicht drin.
Du wirst immer noch aufgebaut. Warum dauert das so lange? Ist da schon ein Käfig drunter oder? Ah, jetzt ist er endlich da. Sehr schön. Dann fehlt aber immer noch ein Zwerg, und zwar der Rosane da. BJ. Und mal wieder das schöne Spiel. Sucht den Zwerg. Troll, Goblin, Goblin, Troll. Das war schnell vorbei. Und ich habe keinen Zwerg gesehen. Achso, habe ich noch gar nicht X gedrückt? Doch, habe ich. Ich habe gerade Goblin King Cobra gelesen. Das wäre komisch. Aber nee, ich sehe keinen Zwerg. Das ist nicht gut. Das heißt, eventuell ist das schon ein toter Zwerg. Das heißt, ein zukünftiger Geisterzwerg. Ich mag keine Geisterzwerge. Nö. Können wir jetzt nichts mehr machen. Dann sollten wir mal runtergehen in unsere Gruft und da schon mal so ein Memorial Slab aufstellen. B. Wenn wir dann noch welche davon haben. Und wenn nicht, werden wir ihn eh erstmal anfertigen müssen. Wo waren die Dinger? Slap. Zack. Oh. Wir haben sogar recht viele von den Dingern. Ups. Okay. Na, jetzt haben wir gerade einen aufgestellt, ohne dass da irgendjemand drin stand. Du musst wieder weg. So, B. T für Slap. Nee, Alt S. So, wir hätten gerne den da. Und wir hätten gerne den da. Haben wir noch mehr? Nee. Okay. Drei Stück, die ich schon mal sonst vergessen hätte. Jetzt hätte ich noch ganz gerne einmal ein Crafts Dwarfs Workshop. Nehmen wir mal den hier. Und wir hätten gerne Memorial Slab. Den da. Die brauchen alle noch einen Slab. Na gut. Vier neue Zwergennamen. Okay. Das soll noch erstmal reichen. Und das Gröbste müssten wir jetzt eigentlich schon wieder hinbekommen haben. Also das Militär steht. Wir haben den ganzen Krimskrams weggeräumt. Wir haben die Tiere neu zugeordnet. Und die Türen stehen unten, jedenfalls größtenteils. Das heißt, ab der nächsten Folge können wir langsam wieder anfangen mit dem Optimieren. Also zum Beispiel die Metzgereien und die Häuter oder Lederverarbeiter alle auf eine Etage packen. Die Etagen allgemein noch ein wenig mehr ausbauen, dass sie so aussehen wie hier, wenn es denn vom Raum her klappt. Was es hier schon mal nicht mehr tut. Und genau die Stockpiles weiter untersuchen. Klingt nach einem Plan. Oh genau, den Schießstand hier unten können wir noch weiter ausbauen. Also auf der und auf der Seite. Und dann noch hier überhaupt erstmal einen Trainingsraum deklarieren für die Crossbow-Leute. Und die Crossbow-Leute brauchen eh noch Verstärkung, damit der Trupp vollständig ist. Also ja, sehr viel zu tun, sehr wenig Zeit. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Oh, ein Dieb. Na gut, das ist jetzt nicht so wirklich schlimm. Also bis gleich.